meine Lieben, herzlich willkommen zu einem Video von mir. Ja, heute habe ich einen Drogerie-Haul für euch. Und da ich diese Videos selber gerne schaue, habe ich mir gedacht, ich will auch so einen drehen. Deswegen, hier ist er. Fangen wir gleich mit dem ersten Produkt an. Das ist ein Duschgel. Und zwar dieses Nivea Water Lily and Oil. Und ich liebe Nivea Duschgel, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich mag die, weil die so, wie heißen die? Diese Perlen drinnen haben, also die speziell sind jetzt mit Öl gefüllt. Es gibt aber welche, die so ein bisschen scrubby sind und so ein bisschen das Peeling-Effekt hervorführen. Und ich liebe die, die riechen einfach gut und ja, einfach nur Duschgel, sage ich dazu. Dann habe ich ein neues Duschgel ausprobiert, das ist dieses hier. Das ist von, wie heißt das, Original Source? Ja, Original Source. Zitronen und Thema. Und ich sage euch, das riecht so richtig gut, zitronig. Und es ist sogar vegan. Dann habe ich für meine Männer ein Axe gekauft. Für Patrick und für Papa. Die verwenden die immer zusammen irgendwie. Das ist das Mature? Keine Ahnung. Und das riecht sehr gut. Ich liebe diese Axe Duschgele. Ja, wer liebt die nicht? Gell? Und dann dieses von, auch von Axe, und das heißt Excite. Das muss ich. Ich finde, es riecht süßlicher. Das andere hat jetzt männlicher gerochen und das riecht jetzt ein bisschen süßlicher. Aber meinen Männern gefällt das bestimmt. Dann habe ich für mich ein Deo gekauft. Eins von Nivea. Ich liebe die Nivea Deos, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe immer die, weil wenn ich ein anderes verwende, habe ich das Gefühl, dass ich so nach ein paar Stunden zum Stinken anfangen. Keine Ahnung, ist bei mir so. Also ich verwende nur Nivea und es ist das erste Mal, dass ich eins verwende, das 0% Aluminium diese Salze hat, weil ich habe diesen Hype jetzt nicht so mitgemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich daran nicht so geglaubt habe und nicht so glaube und ich bin auch gespannt. Meine Freundin hat mal so eins ausprobiert und die hat gemeint, man schwitzt danach schneller, deswegen ja, ich glaube, ja, ich probiere es jetzt mal aus. Dann habe ich meine Lieblingswaschcreme gekauft. Die ist von der Eigenmarke von Müller, von Cadeavera. Und die ist eigentlich für jüngere Haut, so 25 und hinunter gedacht. Aber ich muss euch ehrlich sagen, das ist meine Lieblingswaschcreme, weil die so, die hat so, so ein Granulat drinnen, wo ich das wirklich das Gefühl habe, dass die Haut sauber wird. Also ich habe so eine fettigere Mischhaut und so normal ist für trockene, sensible Haut, das hilft bei mir gar nichts. Da habe ich das Gefühl, als hätte ich mir mit Wasser die Haut gewaschen und ich brauche so was richtig Scharfes, was richtig Gutes und das ist wirklich gut. Also das verwende ich schon seit Jahren. Ich kaufe mir das jedes Mal nach und es ist auch super billig und deswegen, das ist ein Muss für mich, wenn ich zu Müller gehe und ich keins mehr habe. Ich verwende es auch generell ab und zu mal als Maske, mache ich auch gerne. Aber hauptsächlich zum Waschen. Um jetzt beim Thema Maske zu bleiben, habe ich mir auch zwei Masken gekauft. Eine, die ist von der Marke Shebens, weißt du so? Shebens? Die ist für ja, unreine und problematische Haut. Habe ich jetzt nicht, aber ab und zu habe ich so das Gefühl, dass ich Pickel habe. Also ab und zu habe ich Pickel und dann das hasse ich. Dann muss ich mir die schärfste Maske nehmen, die ich das Gefühl habe, dass das also die beste ist. Und man hat so manchmal das Gefühl, als hätte man unreine Haut, kennt vielleicht jeder. So einmal im Monat hat man das Gefühl, so grübler Pickel und Mitesser und alles mögliche. Und deswegen habe ich mir die genommen für diese Tage. Deswegen werde ich die dann erst verwenden, wenn ich das Gefühl habe, dass das dann jetzt nicht mehr so reinigt meine Haut. Und dann habe ich was ganz Cooles gefunden. Ich habe gar nicht gewusst, dass es sowas gibt. Das ist eine Augenmaske. Reduziert Augenfältchen, Schwellungen und Augenringe, ja? Also, wer mich im Ungeschminkten kennt, und ich glaube alle, die meine Blogs schauen, kennen mich auch ungeschminkt. Ich habe, finde ich, schon ziemlich dunkle Augenringe und halt so geschwellte Augen. Und ich möchte die ein bisschen verhindern. Also, ich schaue mal, ob das wirkt. Eigentlich hilft ja gar nichts, aber, weil es heißt ja Hyaluron. Und ich finde, wenn man keine Augenringe mehr haben will, dann muss man sich Hyaluron spritzen lassen, finde ich jetzt. Ja. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich glaube, bei mir, in meinem Fall, wäre das halt schon angebracht, dass ich ein, weil das ja halt irgendwie auch genetisch bei mir ist, deswegen. Aber ich habe mir gedacht, gibt's doch der Maske eine Chance, vielleicht ist die ja super gut und
Dann habe ich mir so ein Anti-Mitesser-Nose-Strip gekauft. Das kennt jeder einfach. Das packt man sich so auf die Nase ab. Und so habe ich das Gefühl, dass ich auf der Nase mehr Mitesser habe. Also es ist auch wieder verschieden. Aber, keine Ahnung, einmal bis zweimal im Monat habe ich das Gefühl, oh mein Gott, das ist so viel und ich kriege es nicht weg mit dem Waschen. Dann denke ich mal, wäre das gut. Jetzt zum Beispiel habe ich das Problem nicht, deswegen habe ich sie noch gar nicht verwendet. Aber die habe ich noch nie gehabt, also ich bin gespannt. Ich hatte die von Nivea. Bin mal gespannt, wie die von dieser Marke, Eigenmarke von Müller ist. Ich glaube, die sind ganz neu. Da steht, nicht zur Pflege von Kindern unter 3 Jahren. Ja. Naja, wahrscheinlich gibt es also Spackos, die das auf ihre Kinderbrust essen. Egal. Und dann habe ich was eigentlich für meinen Sohn gekauft, aber auch für mich. Das sind so Anti-Pickle-Patches. Ja, er will ein Teenie und er kommt ja in dieses Alter, wo er ja auch ein bisschen Pickel bekommt. Und auch für mich ist das aber auch gedacht, das ist so einfach so ein kleines Plästerchen. Das pickt man sich ja aufs Gesicht und lässt man über Nacht einwirken. Sollte danach eigentlich dann wegschauen, der Pickel. Schauen wir mal, was das wirkt. Also ich bin auch gespannt, ob es noch nie sowas ausprobiert. Die Lara hat in letzter Zeit so trockene Haut hier ums Näschen herum bekommen. Und das ist einfach, glaube ich, wegen dem Wetter bedingt, weil so, ja, drinnen ist es heiß, draußen ist es kalt und dann sabbert sie ständig und das ist so geil. Und ich habe hier dann diese Creme mitgenommen, die ist super gut. Also die habe ich schon öfters auch für uns gekauft. Mein Mann verwendet die heute noch und ich will jetzt nicht anfangen mit diesen, oh mein Gott, die Babys und hin und her. Eine ganz normale Stinkcreme für sie gekauft, einfach so, ja, von früher. Ich will jetzt nicht anfangen mit Hypoallergen und trockene Haut, aber damit ist, weil ich finde, wenn man da ein bisschen übertreiben anfängt, dass Mutter dann kann das ein bisschen ausatmen. Deswegen probiere ich mal die, vielleicht damit so ein bisschen das Näschen einreiben. Schauen wir mal, vielleicht wirkt sie auch so. Und jetzt kommen wir zur Make-up-Abteilung. Und zwar habe ich mir von Catrice einen Lidschatten gekauft, einen matten. Der schaut so aus. Die Limited Edition heißt Philosophy, quasi ja von Fall, von Herbst. Und der Lidschatten selber heißt C03 Berry Tail. Berry Tail, Berry Tail. Auf jeden Fall ist das eine ganz schöne Farbe. Und ich liebe matte Farben. Ich hasse es, wenn es glitzert ums Auge herum. Wenn man jetzt nicht gerade ausgeht, finde ich schon das ziemlich nuttig aus. In meinem Fall, okay? Also nicht glitzer angesprochen fühlen. Dann habe ich mir noch einen Lidschatten von Catrice gekauft. Das ist der hier. Das ist ein ganz normaler Lidschatten, den gibt es halt immer. Und der heißt Plum Up the Jam 570. Ja, der glitzert jetzt ein bisschen. Aber ist auch nicht so schlimm. Deswegen könnte man den auch als verblenden. Also so auch unter Tagstrang. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ich möchte mit auf jeden Fall mit diesen zwei einen Fall-Look schminken. Mal schauen, wie sich die Zeit so ergibt. Dann habe ich mir ein loses Puder gekauft von Terra Naturi, Naturkosmetik. Weil ich, weiß nicht. Ich möchte einfach beim Konturieren dieses Backen mal ausprobieren, ja? Ausprobieren. Und wer jetzt nicht weiß, was Backen ist, keine Sorge, Mädels, ich habe es auch nicht gewusst, ich musste es auch erst googeln. Auf jeden Fall ist es beim Konturieren, wenn man da mit diesem, auf jeden Fall mit dem quasi feuchten Produkt, mit dem, wie sagt man, mit diesem Concealer arbeitet, der ist ja feucht, ja, und danach trägt man halt so das lose Puder auf und lässt es ein bisschen backen, sagt man. Man lässt ein bisschen drauf einwirken und so weiter. Ja, es soll angeblich super toll sein. Deswegen habe ich mir jetzt ein loses Puder gekauft. Ein transparentes, damit es ja natürlich, ja, man hat ja schon Farbe im Gesicht und nicht noch glatschiger wird. Deswegen, ich bin mal gespannt. Ich will es mal ausprobieren und schauen wir mal, was wird. Dann habe ich ein ganz, ganz cooles Baby gefunden, was ich mich über das sehr, sehr gefreut habe. Und zwar gibt es jetzt auch wieder von der Eigenmarke, von der Professional Eigenmarke, von denen vom Schminken, eine Brow Cream. Und ich habe mir so ein Hazelnut genommen. Ich habe einfach noch nie ein Brow Gel verwendet und ich wollte diesen auch mal eine Chance geben. Und ja, und ich habe mir gedacht, bevor ich mir jetzt von MAC so einen teuren kaufe, probiere ich es wirklich mal mit dem hier.
Und ich bin wirklich sehr, sehr neugierig und gespannt. Bin auf jeden Fall dann ganz gespannt, wie das dann ausschauen wird mit diesem Augenbrauen-Gel, weil, ja, einfach was Neues ausprobieren. So, meine Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen und abonniert auch meinen Channel, bitte, ganz lieb. Und schaut auch mal bei Instagram vorbei. Ich bin da relativ aktiv, poste fast täglich, sage ich mal, Bilder. Und ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn wir in Kontakt bleiben. Schreibt meinen lieben Kommi und wir sehen uns einfach beim nächsten Video. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!